So werden die mächtigstes Reich in Europa. Politische Übersicht. Salzburg. Ja, lasst niemanden in die Stadt oder heraus. Machen wir den. Dies ist die Festung des Feindes. Aha. Sie besitzt eine Mauer. Ein Steinwall. Dies ist die Armee, die die Stadt verteidigen wird. Drei Stadtwachen, sind aber bestimmt ein paar mehr. Euer Marschall hat diese Stelle zum Angriff auf die Festung gewählt. Wollen wir mal sehen. Oh, Verstärkung kommt. Der Feind hat Verstärkung erhalten. Halt euch! Soll meine Strategie aber nicht beeinträchtigen. Bewegung! Haltet inne! Feuer! Mein Herr, wir haben Ihre Mauer zum Einsturz gebracht. Tja, ich bin einfach dagegen. Bewegt euch, ihr Säcke! Zieht weiter! Gute Nachrichten, mein Herr. Der Feind hat sich ergeben. Diese Ratten haben aufgegeben. Oh, da kommt der Marschall. Gute Nachrichten, mein Herr. Der Feind hat sich... Oh, das war's dann auch. Ja, mein Herr. Lasst niemanden in die politische Stadt... Politische Kontrolle über eine Stadt wurde nun vollends übernommen. Mein Herr. Und leichten Verlusten. Im Großen und Ganzen. Noch eins erstmal. Die Königin hat ein gesundes Prinzessin, Kind geboren. Königreich ist erfreut. Dies ist die Festung des Feindes. Und da ist die Festung des Feindes. Sie besitzt eine Mauer. Oh, Eure Truppen müssen nur diese lächerliche Armee vernichten. Dann ist die Stadt. Juhu, Bauer. Euer Marschall hat diese Stelle zum Angriff auf die Festung gewählt. Ja. Leicht überlegen. Halt euch! Schnurren die Pulse vor. Ziehen wir los! Unterwegs! Dann greifen sie die automatisch an. Bereit! Feuer! Ja, wir haben ihre Mauer zum Einsturz gebracht. Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Bewegt euch, ihr Säcke! Marschieren! Diese Ratten haben aufgegeben. Der Feind ist entmutigt, mein Herr. So. Gute Nachricht, mein Herr. Ist frei. Ja, mein Herr. Dann geht's noch. Lasst niemanden in die Stadt. Politische Übersicht. Hoheit. Feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Ländereien. Zeit zum Aufbruch. Die umgehen wir einfach. Hungert die Stadt aus. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Gut, die Kontrolle über eine Stadt wurde nun vollends übernommen. Wehe, eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Der Vatikan? Politische Übersicht. Zu der Vatikan? Achso, mit Dänemark verbündet. Na, aber wenn ich Rom angreife, gibt es ein Problem. Politische Übersicht. Dann habe ich Rom erobert und alle christlichen Königreiche erklären mir dann den Krieg. Was in diesem Spiel ein bisschen scheiße ist. Sie besitzt einen Verteidigungswall. Ja. Eure Truppen müssen nur diese lächerliche Armee vernichten. Dann ist die Stadt unser. Euer Marschall hat diese Stelle zum Angriff auf die Festung gelegt. Die einzige Möglichkeit, Rom zu erobern, ohne dass alle christlichen Königreiche einen Krieg erklären, ist... Man muss Rom von einem anderen Land erobern. Also nicht vom Vatikan, unterwegs, sondern von einem anderen marschieren. Land, das vorher Rom erobert hat. Oder man greift den Vatikan immer als letztes an. Aber ja, wir sind durch ihre Mauern gebrochen. Das ist die letzte Möglichkeit dann. Zieht weiter! Diese Ratten haben aufgegeben. Unterwegs! Unterwegs!
Eure Hoheit. Okay. Der Feind steht vor der Niederlage. Ich eure nicht Hoheit, Verlust, der Feind winselt um Gnade. Oh, ja, mein Herr. Dann gehen wir noch mit. Pummeln sie aus. Oh. Politische Übersicht. Es gibt übrigens auch noch die königlichen Errungenschaften. Errungenschaften. Eure Boni, zum Beispiel Frühlingsfeste. Zufriedenheit in Städten mit einer Taverne wird um +2 erhöht, mit einer Herberge um +5. Was fehlt uns dazu noch? Wein und Zucker. So, diese andersfarbigen kann man nicht selbst bauen, produktionstechnisch, sondern nur mit Hilfe von Admiralität aus dem Orient einschiffen lassen. Und das können wir rein theoretisch schon machen, aber es ist sauteuer. Fehlen uns noch Stoffe. Ja, nur Stoffe und dafür uns Leder. Weil Leder können wir auch. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, eure Hoheit. Eine neue, wir haben eine königliche Errungenschaft erlangt, mein Herr. Will ich noch gerne wissen, wo kann man denn Stoffe machen bei uns? Stoffe, Stoffe, Schneiderei. Schlechte Nachrichten, mein Herr. Wir sind im Krieg. Zum Beispiel in Anjou. Stoff, was brauche ich dafür? Leinweberei und Flammerei. Leinweberei mit Hanf. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Flammerei. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Wir haben eine königliche Errungenschaft erlangt, mein Herr. Ja. Guten Tag. Ach, wo war das als letztes? Aquitanien. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Schweden haben das als Außenkrieg erklärt. Können wir hier direkt weiter? Naja. Die Kontrolle über eine Stadt wurde nun vollends gestohlen. Der den königlichen Hof infiltriert hat, wurde gefangen genommen. Seht euch die Festung des Feindes genau an. Sie besitzt einen Verteidigungswall. Dies ist die feindliche Armee. Das Spiel kann einen manchmal schon ziemlich aufregen. Eure Hoheit, die Truppen erwarten euren Befehl. Aber so ist es eben. Ich habe so das Gefühl bei dem Let's Play ist Knights of Honor einfach schwieriger wie wenn es kein Let's Play ist. Bereit! Mein Herr, wir haben Ihre Mauer zum Einsturz gebracht. Als ich bis zum ersten Mal durchgespielt habe, da war das ziemlich einfach eigentlich. Nicht so wie jetzt. Hat er noch nicht so viele Probleme, ehrlich gesagt. Entmutigt, mein Herr. Bewegung! Mich wurde etwas besorgt. Haben aufgegeben. Kommt noch jemand? Ja. Eure Hoheit, der Feind winselt. Niemand soll in Schwierung gefangen. Sie werden mich nicht brechen. Ein neuen Kleriker. Möge Gott euch schützen, mein Herr. Noch einen Schuh schicken. Ja, mein Herr. Und der hier. Politische Übersicht. Norweger. Auch mal mit jemandem kriegen? Ja, mit Novgorod. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, eure Hoheit. So. Muss mich später mal mehr um die Städte kümmern. Da wird ja überhaupt nichts gebaut. Die Kontrolle über eine Stadt wurde nun vollends übernommen. Aber das sollten wir erst machen, wenn politische wir ein bisschen Frieden haben. Da ist erstmal hier. Bisschen hier oben Schweden auslöschen und dann sehen wir weiter.